So, hallo liebe Leute von heute, ich grüße euch, schicke euch ein bisschen eine Prise Energie, ein bisschen Liebe, ein bisschen Freude, ich gebe euch eine Prise hier von Prise Salz. So, ich wollte erstmal Hallo sagen und alle grüßen und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Ich gehe ganz entspannt an. Ich habe mal irgendwo gelernt, dass das langsam ist das bessere schnell. Weil, ja, wenn man langsam macht, da kriegt man alles hin und vergisst nicht. So, ich mache mal ein bisschen hoch, damit der Hintergrundbild auch ein bisschen darauf ist, bis das hier Kopf abgeschnitten ist. So, worum geht es hier? So, erstmal und vorerst geht es darum, ich wollte mal jeder einzelnen Abonnenten, die meinen Kanal bis jetzt abonniert hat, danke, dass sie mal abonniert haben, die Zeit genommen haben, ein paar Videos, etwas von irgendwelchen Videos anzuschauen. Ja, erstmal vorerst das, da es ist wichtig, ich finde, dass man immer dankbar ist. Dankbarkeit ist eine von den wichtigsten Attitüden, die man sich aneignen kann. Empfinde ich mal. So, zweitens, worum es geht. Also, zweitens geht es darum, wo fange ich an? Also, ist eigentlich ganz simpel, ne? Also, um Glauben und Nicht-Glauben und so diese Sachen. Also wenn ich dir zum Beispiel etwas jetzt erzähle, zum Beispiel ich erzähle dir, dass ich, keine Ahnung, egal was, dass ich komme aus Kamerun, ne? Oder ich bin Schweizer, ne? Es gibt zwei Dinge, denen du tun kannst, ne? Sag es mal da. Was du tun kannst, na? Du kannst mir glauben, dass ich ein Schweizer bin. Na? Glaubst du mir, dass ich Schweizer bin? Weiß ich nicht. Musst du mir sagen, ob du mir glaubst. Zweitens, was war zweitens nochmal? Zweitens, du könntest mir nicht glauben. Also A, du könntest mir glauben und B, du glaubst mir nicht. Also du glaubst nicht, dass ich ein Schweizer bin. Na, das ist B. Na? Glaubst du, dass ich ein Schweizer bin? Nein. Du glaubst doch, dass ich ein Schweizer bin, ne? Also, A oder B. Schweizer oder nicht Schweizer. Glauben oder nicht glauben. Das ist die einzige Wahl, die man hat. Wenn zum Beispiel im Fernsehen die sagen, heute sind keine Ahnung wie viele Menschen gestorben an irgendwas, ne? Du hast zwei Wahl, A oder B. A, kannst es glauben, ne? Du glaubst, was die Medien dir sagt, ne? Fernsehen, Radio, keine Ahnung, wo man Medien bekommt oder hört. So, ich wollte diese Kamera gerade halten. Also ich mach dann mal weg davon. So, Füße reichen erstmal. So, wo war ich? Die Medien, die sagen, 100 Leute sind an eine bestimmte etwas gestorben. Kannst du es glauben? Oder B, nicht glauben. Beides kommst du nicht weiter. Da, wenn du es glaubst, ne, weißt du es trotzdem nicht, weil diese 100 Menschen hast du nicht gesehen, du warst nicht dabei, du hast die nicht gezählt, du weißt es nicht. Du denkst, du weißt es. Du hast etwas akzeptiert, was du nicht weißt als die Wahrheit. Weil egal welche von diesen Optionen du willst, ne, auch wenn du das nicht glaubst, du sagst, ne, die lügen. Die sind alle Lügner, diese Medienleute. Wenn du das sagst,
kommst du auch nicht weiter. Weißt du trotzdem nicht, ob da echt 100 Leute gestorben sind oder nicht. Also was machst du jetzt? Was machst du denn jetzt, ne? Weiß ich auch nicht. Und das ist die Antwort. Du weißt es nicht. Du gibst zu, dass du es nicht weißt. Du glaubst es nicht, ne? Und du glaubst es nicht. Du sagst einfach, du gibst einfach zu, dass du weißt nicht, ob das da auf dem Fernsehen ist, wahr ist oder nicht. Wie zum Beispiel, wenn ein Film läuft, ne? Ist auch ähnlich. Du weißt, dass es nicht wahr ist. Aber wer weiß? Und genau so soll man die Nachrichten auch nehmen, das ist Unterhaltung. Weil was die dir erzählen, du weißt nie, ob das wahr ist. Bis du selber da Forschung anlegst. Nur dann weiß man etwas, wenn man selbst mit seinen eigenen Sinne das sieht und hört. Und sogar dann ist man auch nicht sicher. Weil, also wir verlassen uns zu großem Teil auf diese Sinne hier, das hier, Augen, ne? Und die Augen sind die einfachste Sinne zu täuschen. Das kannst du jetzt mir glauben oder nicht glauben, wieder. Aber viele wissen so, kennst du diese, es gibt so Mustersachen. Also wenn so ein Kreis schwarz-weiß, wenn es dreht oder so, dann sieht man was ganz anderes. Oder so Bilder. Viele sehen sowas, Schmetterling. Oder viele sehen was anderes, was da ist. Also die Augen sind ein ganz einfacher, von dem einfachsten Sinne zu täuschen. Soweit meine Verständnis und Wahrnehmung. So, akustische Sachen. Kennst du deine Oma sagt, gib mal die Tasse und du wachst, gib mal die Tasche. Also Ohren auch einfach zu täuschen. Also, trotzdem. Also im Endeffekt wissen wir ja gar nichts, wa? Und ja, also erstmal, ich glaube, das reicht erstmal für heute. Falls das Video hier euch gefallen hat oder irgendwas erweckt hat, ich würde mich freuen über Daumen hoch. Ihr könnt gerne Kommentar in Kommentarleiste lassen. Die, die noch nicht abonniert haben, können gerne abonnieren. Würde mich freuen. Ja, alles klar. Keine Ahnung, warum ich so in Kamera schräkelt wegen dem Bild im Hintergrund, im Vordergrund. Es gibt keinen Hinter. Ja, ich will das Kopf nicht so abschneiden. Jo, alles klar, liebe Leute. Also, danke für das Zuschauen, Zuhören und bis demnächst. Ra.